Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von IBS Television Liberty, Independent Broadcasting Service Liberty. Das heißt so viel wie unabhängiger Rundfunkdienst Freiheit. Und vor wenigen Stunden durfte ich in der Lage dazu sein, die Produktion, die Fernsehproduktion Nummer 500 zu veröffentlichen. Und an dieser Stelle möchte ich ganz herzlich allen Zuschauern und Hörern Danke sagen für die freundliche Unterstützung der Projekte, die seit 1986 der internationalen Völkerverständigung dienen. Independent Broadcasting Service Liberty, IBS Television Liberty und Radio IBS Liberty werden nicht von der Regierung unterstützt und wir erhalten auch keine Werbeeinnahmen. Das heißt, es ist kein werbefinanziertes Fernsehen, auch kein werbefinanziertes Radio. Es wird auch nicht von irgendwelchen Regierungen unterstützt, sondern die Unterstützung kommt von Menschen, die die Demokratie unterstützen und die Presse-, Meinungs- und Informationsfreiheit. Wir sind das, was man Independent Media nennt, seit 1986 und unterstützen die Projekte von behinderten Journalisten und Projekte, die der internationalen Völkerverständigung und der Presse-, Meinungs- und Informationsfreiheit dienen. 500 Fernsehproduktionen, das ist jede Menge Arbeit und wer schon mal selbst eine Kamera in der Hand hatte und versucht hat, vielleicht den einen oder anderen guten Videobeitrag oder gar eine richtige Fernsehsendung zu produzieren, weiß auch, was das bedeutet. Es ist jede Menge, viel, viel Arbeit notwendig, um 500 Fernsehproduktionen zu produzieren. Das durfte ich seit September 2006 jetzt auch in unserem Experimentierkanal bei YouTube vorstellen, einer internationalen Zuschauerschaft von 200.000 Zuschauern und Hörern. Und an dieser Stelle ganz besonders herzlichen Dank für alle, die die Projekte zur Presse-, Meinungs- und Informationsfreiheit und zur internationalen Völkerverständigung unterstützen. An dieser Stelle auch ganz besonders herzlichen Dank an meine Mutter, ohne deren Verständnis und ohne deren Unterstützung die Arbeit nicht notwendig gewesen wäre, Fernsehen zu produzieren, in alle Welt zu reisen, zweimal nach New York zu reisen, unzählig viele Male nach London zu reisen, doch auch nach Schweden und in andere Länder. Das bedeutet jede Menge Stress. Zum einen wirke ich ja nicht nur hier vor der Kamera, sondern die meiste Zeit ja hinter der Kamera und dann in Schnittstudios oder am Computer, um die Fernsehbeiträge zu veröffentlichen. Und das fordert jede Menge Arbeit, manchmal liegen auch, wenn es eilig ist und die Beiträge schnell in alle Welt geschickt werden muss, liegen natürlich auch die Nerven blank und manchmal ist richtig viel Stress erforderlich, viel Stress und Arbeit notwendig, um die Fernsehsendungen zu produzieren. Und da danke ich ganz besonders herzlich meiner Mutter, die Unterstützung mitbringt und die hier und da auch die Fernsehsendungen ermöglicht hat mit ihrer freundlichen Unterstützung ihm im Sinne der internationalen Völkerverbindung. Das ist für mich als Französisch auch ganz die Produzent und Journalist und Autor. Mein Großvater ist der französische Staatsbürger und Offizier Hedi Sabaoth, der 1945 in der deutschen Stadt Kaiserslautern stationiert war. Und ich betrachte viele Dinge aus einer ganz anderen Perspektive als jetzt beispielsweise rein amerikanische, englische oder deutsche Fernsehproduzenten. Ich betrachte viele Dinge eben aus einer weltpolitischen, aus einer kosmopolitischen Perspektive, schon dadurch, dass eben unsere Familie ganz international ist und bezeichne mich ja auch selbst als ein Bürger in dieser Welt, als ein Weltbürger. Ich bin erfreulicherweise nicht der Einzige, letztlich stammen ja alle Menschen
auf diesem Planeten, von dieser Welt. Wir alle sind irgendwo in einer Stadt oder an einem Ort in dieser Welt geboren. Und daher halte ich es ganz besonders wichtig, internationale Völkerverständigung an vielen Orten zu unterstützen, ganz aktiv zu unterstützen, sei es in persönlicher Konversation, in persönlicher Kommunikation, im persönlichen Dialog, sei es in Vereinen, sei es in Organisationen oder sei es auch mit unserer Möglichkeit als Journalisten. Dazu hatte ich ja einen Beitrag bereits 1988 produziert, der dann auch eine Auszeichnung von der Landeszentrale für politische Bildung und vom Landesfilmdienst in Rheinland-Pfalz erhalten hat. Dafür bin ich auch heute noch dankbar, dass wir unsere Möglichkeiten auch als Journalisten, Autoren und Fernseh- und Radioproduzenten nutzen, um einen aktiven Beitrag zur internationalen Völkerverständigung zu leisten und damit auch einen aktiven Beitrag für einen sozialen Friedensdienst. Ich denke, das ist ganz wichtig und ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass auch wir Journalisten, Fernsehproduzenten, Autoren erkennen, welche Möglichkeiten wir auch noch in diesen Zeiten globaler Finanzkrisen haben und nutzen sollten, eben um Dialog, Konversation und Kommunikation im Sinne für einen sozialen Friedensdienst zu ermöglichen. Das ist ganz, ganz wichtig. Insofern danke ich allen Zuschauern und Hörern, die auch im kommenden Jahr, in der Zukunft, im Jahr 2009 und in den Jahren darüber hinaus die Projekte von IBS, Independent Broadcasting Service Liberty, unabhängiger Rundfunkdienst Freiheit, unterstützen werden. Vielen Dank für die Unterstützung in diesem Jahr, im Jahr 2008. Am 28. Dezember ist es gelungen, die 500. Fernsehproduktion zu veröffentlichen, seit 15. September 2006. Also knapp 2 Jahre durfte ich wirken und in Anspruch nehmen, um 500 Fernsehproduktionen zu produzieren. Einige Zuschauer wissen und auch einige Zuschauer in Japan, in Deutschland und in London, in New York wissen, dass ich bereits seit 1984 Fernsehen produziere. Wenn Sie das hochrechnen, wie viel Fernsehproduktionen innerhalb von 24 Jahren entstehen können, dann kommt da eine ganze Summe bei raus. Nebenbei durfte ich die Gnade erfahren, knapp 10.000 Artikel in englischer, deutscher, französischer und auch zum Teil in spanischer Sprache zu veröffentlichen. Nicht alle sind von mir selbst geschrieben. Es gibt auch eine Vielzahl von Autoren, zum Teil auch die Vereinten Nationen arbeiten, auch die in anderen Vereinen und Organisationen tätig sind. Ich denke, es ist auch ganz wichtig, mal über den Tellerrand hinaus zu sehen und einen Beitrag im Sinne der internationalen Völkerverständigung zu leisten, indem man auch den Kontakt zu anderen Organisationen und Verbänden und Menschen zulässt. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, Sie bleiben uns auch weiterhin treu und halten die Treue und schalten ein, wenn es heißt Liberty and Peace Now bei IBS Independent Broadcasting Service Liberty, bei IBS Television Liberty und bei Radio IBS Liberty Leeds. Mehr Informationen gibt es auch auf unserer Webseite bei www.ibsliberty.wordpress.com. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in das neue Jahr und ein gutes, gesundes, friedvolles Jahr 2009 und sage danke, bleiben Sie gesund und wenn Sie nicht gesund sind, dann werden Sie wieder gesund. Ich wünsche Ihnen nur das Beste. Bis zum nächsten Mal. Ihr Andreas Klamm.
And after the work is now tuning, please to Liberty and Peace now. Thank you very much for joining this program.